tue das. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich höre schon im Hintergrund. Der Experte hat ein bisschen ins Mikro gebellt. Meine Güte, man kann sich auch echt an allem hochziehen hier. Ich werde dein Mathis. Leben nochmal retten. Das ist der Mathis, der Chris. Genau. Und wir sind mal wieder dabei, Bomben zu entschärfen. Und jetzt sind wir schon bei der nächsten. Hier sind es nur noch 3 Module. Dafür haben wir nur 3 Minuten Zeit. Reading this only uses up time you don't have. Chop, chop. Dann fangen wir gleich mal an. Rein in den Kampf. Ich bin ja gespannt. 3 Module, 3 Minuten. Ist etwas weniger Zeit als sonst? Ja, 2 Minuten, um genau zu sein. Aber dafür auch weniger Module. Das ist richtig. Das ist richtig. In der Regel ein Modul. Ach du Kacke. Neue Module. Okay. Oben ist eine Anzeige mit Buchstaben und unten sind 6 Tastenfelder und daneben 3, also so eine Leiste mit 3 leeren Feldern. Okay, ist das on the subject of who's on first? Ich weiß was, es was nicht. Was steht denn oben? CEE. What? Da steht CEE. Warte mal. Read the display and use ich sterbe step doch one schon wieder. To determine which button. Able to. Das ist immer, wenn ein neues Modul kommt. TEE! Ja, cool. Okay, which button label to read? Ja. The button label, use step 2, do you remember which button? Lass hier push. Zeit! Okay, was steht denn ganz unten rechts? Unten rechts done. D-O-N-E. Done. Da steht done. Ja. Okay, das könnte jetzt so funktionieren, wie ich mir das denke. Wenn nicht, stirbst du gleich. Oh, sehr schön. Dann stehen. CEE. Oben steht CEE und unten rechts steht dann. Ja, dann ist dieser Fall im Manual halt nicht vorgesehen. 1,30. Mach mal mit dem anderen weiter. Wir hätten dasselbe nochmal, wo oben Lead steht. L-E-A-D. Ja. Da, was steht da unten rechts? Wait. W-A-I-T. Okay. Ich hab, kann es sein, dass du das nicht verstanden hast? Was da steht? Die Hälfte der Zeit ist übrigens... Über die Hälfte der Zeit ist weg. Wir haben nur noch 1 Minute und nicht ein Ding entschärft. Okay, klick einfach mal auf den... Klick einfach mal unten rechts auf den Button drauf. Falsch. Ja. Dachte ich mir. Jetzt steht oben C. Ja, ganz oben rechts, was steht da? UR, also U-R-E. Ah ja, okay. Dann musst du jetzt den rechts in der Mitte drücken. Falsch! Das kann doch nicht sein! Jetzt steht oben Yes. Kann es sein, dass du das nicht ganz verstanden hast? Was steht links in der Mitte? Your, also Y-O-U-R. 5, 4, 3, 2, 1. Du hast mich getötet! Dann musst du rechts. Das ist doch Quatsch mit diesem Ding. Pass auf. Es sieht nämlich wie folgt aus. Hier steht: Read the display and use step 1 to determine which button label to read. Welches du lesen sollst, ja? Genau. Also, wenn du beispielsweise. Wenn da Yes steht. Ja. Dann steht da links in der Mitte, was du lesen musst. Using this button label, use step 2, determine which button to push. Ah, okay. Alles klar, da steht, was du lesen musst, ja. Dann liest du das. Dann sagt der dir, was du drücken musst. Das, wär's also, das dann wäre du? Dann zum Beispiel red, das wäre dann rechts in der Mitte. Dann drückst du das, dann kommt oben ein neues Display, dann sagt dir das wieder, was du lesen musst und dann, was du drücken musst. Ah, ja, dann kann das nicht so funktionieren, wie ich dir das gesagt habe. Hast du mich wieder umgebracht, ja? Ja, diesmal kann ich das tatsächlich auf meine Kappe nehmen. Gut, wir versuchen es gleich nochmal. Ich sehe hier, das, was wir gerade gemacht haben, da steht oben No. Okay. N-O. Ganz einfach. N-O, ja. Was steht ganz unten rechts? Left. Left. Lass dir Zeit. Ja.
Dache ist. Das Left. Mhm. Hier nicht dabei ist. Was? No ist, ist steht oben und Left steht unten rechts. Ganz unten rechts steht Left. Ja, ganz unten rechts steht Left. Das geht ja wieder gut los. Ja. Hier steht nirgendwo Left. Da keine Ahnung. Klick doch einfach mal auf den links daneben. Falsch. Übrigens, bei jedem Strike läuft die Zeit schneller ab. Da steht ja jetzt Day R. Also Day Apostroph RE. Ja, ja. Day Apostroph RE. Okay, ganz unten links steht was? Your, aber ohne Apostroph. YOUR. Aber ohne. Okay. Dann musst du jetzt den Mitte rechts drücken. Falsch. Was wollen die denn? Hold das on! Das ist doch völliger Quatsch. Kann es sein, dass du es immer noch nicht verstanden hast? Okay, dadurch, dass du ja sowieso sterben wirst, Christian. Pass auf. Also bisher habe ich so verstanden, dass du oben gucken musst, was Hold On zum Beispiel steht da jetzt oben. Und dann hast du da so ein Teil, der sagt, wo du hingucken musst. Dann steht da zum Beispiel unten rechts Blank. Ja. Was machst du mit dem Blank? Ich gucke, wo hier bei mir Blank steht. Hast du hier vielleicht... Hier steht bei mir nirgendwo Blank. Ich habe ein blankes. Doch, hier steht Blank. Ja, hier steht Blank. Genau. So, Blank sagt Mitte rechts. Kann es sein, dass du auf der falschen Seite bist? Was steht denn auf der nächsten Seite? Guck da mal. Hier auf der nächsten Seite. Guck doch mal eine Seite weiter, was es da gibt. Ah! Ach, ja! Du Scheiße. Ja! Au! Explodiert im Übrigen. Ja, genau. Genau. Ich habe versucht, alles mit Step 1 zu lösen. Das kann natürlich nicht gehen. Hier steht noch Step 2. Ah, großartig. Ich dachte, das ist ein anderes Rätsel und ich muss hier halt im ersten Schritt gucken, wo das ist, dann im zweiten Schritt gucken, wo. Ah. Okay, neue Bombe. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Vielleicht schaffst du es diesmal, ja. Dummerweise haben wir das Rätsel diesmal nicht dabei. Wir haben zweimal das Memory-Rätsel. Das tut mir leid für dich. Ja. Lass mich da kurz hinscrollen. So. Ja, das ist die Zeit. Was steht denn auf dem Display oben? Eine 2. Eine 2. Dann mach den Button in der Second Position. Welche Nummer ist das? Ist eine 4. Ich schreibe das einfach mit. Okay. Mach das bitte. Jetzt habe ich eine 3. Dann die erste Position. Welche Nummer ist das? Eine 2. Alles klar. Was steht auf dem Display? 3. Da 3. Ja, ja. Dritte Position. Das ist eine 4. Ja. Hier steht da 2. Was steht jetzt? 2. Oh. Okay, erste Position drücken. Was ist das für eine Nummer? Eine 1. Ja. Hier steht da eine 3. Eine 3. Press the button with the same label you pressed in... Boah, das heißt, du musst eine 4 drücken. Das ist falsch. Dann habe ich es vielleicht umgedreht aufgeschrieben. Das ist ja kacke. Nee, jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ich habe eine 2 in der ersten Position und ein Strike im Übrigen. Okay, dann press the button in the second position. Das ist eine 2. Zweite Position. Das ist eine 2, sagst du. Ja. Ach Gott, dann hast du mir das schon falsch erzählt beim ersten. Hey, das ist ein ganz anderes jetzt. Ah ja. Gut. 3. Steht oben auf dem Display. Ja. Button in der ersten Position, das ist? Eine 4. Gut. Ich sterbe schon wieder, wir haben nur noch eine Minute. 2. Display. 2. 2. Schneller! Eine 2, drück auf die 2. Ja. War eine 2. Eine 3. 3. Scheiße, Mann, wo sind wir denn überhaupt? Eine 3. Press the button with the same position you pressed. Drück die erste Position. Oh, ich habe ihn verklickt. Ah! Christian, so kriege ich dich nicht raus aus der Halle.
Ich drücke einfach irgendwas, ich sterbe jetzt eh. Oh Mann. Kann es sein, dass wir bisher noch keine Bombe in dieser Episode entschärft haben? Nein, 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 nein. Aber wir haben noch Zeit. Also wir machen jetzt aber diese. Jetzt, diese ist es. Aha. Die jetzt ist es. Wie es aussieht, haben wir... Was ist das denn? Dasselbe nochmal wie gerade. Eine 3. Dritte Position. Das ist eine 4. Okay. Jetzt eine 3. Erste Position. Das ist eine 1. Ja. Eine 2. Drücke auf die 4. Ja. Welche Position war das? Die dritte. Gut. Jetzt haben wir eine 4. Same position you... die erste Position drücken. Ja, das war eine 4. Gut. Und jetzt eine 1. Drücke auf die 4. Ja, entschärft. Jetzt haben wir hier so ein Simon Says. Ja, Simon Says, Simon Says. Ja, ja. Da bitte sei davor. Genau. Was blinkt oben? Blau. Haben wir schon. Nein, 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 nein. Sowas haben wir nicht. Du Flash. Dann drückst du auf. Aber Moment, halt, hat die Seriennummer ein Vokal? Wir haben ein B, ein K, ein W und ein I. Also hat sie ein Vokal. Hm. Gut. Das Blaue leuchtet. Ja. Rot. Rot, ja? Rot. Dann leuchtet jetzt zweimal blau. Dann rot, rot. Es leuchtet blau, blau, grün. Rot, rot, gelb. Rot, rot, gelb. Blau, blau, grün, blau. Ich nehme an, rot, rot, gelb, rot. Exakt. Blau, blau, grün, blau, gelb. Rot, rot, gelb, rot, grün. Hey! Ah! Was denn? Ah, ich hatte das schon vorbereitet, dann hat er neu angefangen. Jetzt haben wir zwei Spikes. Okay, was blinkt? Christian, was blinkt? Es blinkt blau... Blau, grün, was? Blau, blau, grün, blau, gelb. Ich bin tot, 1-2. Das war unfair. Findest du, ja. Das war sehr unfair, wir versuchen das gleich nochmal. Och, na. Gut. Gut, du machst es mir heute auch nicht leicht. Hallo? Du und dein komisches Rätsel da. Apropos komisches Rätsel, das komische Buchstabenrätsel haben wir wieder. Na dann? Da steht nichts. Nichts. Nichts, da steht nichts. Gar nichts. Also da steht nicht nichts, sondern das ist frei. Okay, was steht ganz unten links? Reit steht da. Rechts praktisch. Push the first button that appears in its corresponding list. Okay, right. Okay, ich lese dir jetzt Buttons vor und du drückst den ersten, der dort auftaucht, okay? Ja. Yes. Vielleicht sollte ich die vorlesen, wäre das nicht sinnvoller? Nee, wäre es nicht, weil du siehst, was vor dir ist. Du sagst einfach, ob Yes dabei ist oder nicht. Nee, ist nicht dabei. Weiter. Nothing? Nee. Ready? Nee. Press? Press ist dabei. Habe ich gemacht. Jetzt steht da LED oben. LED. Was steht Mitte links? Mitte links, ready. Ready, ready, ready. Auch nach Alphabet ordnen können. Das wäre zu einfach. Ja, kein Ready, like sure. Da muss es so Ready geben.
Mitte links ist ready. Wie viel Zeit haben wir? 1:30. Hälfte der Zeit ist ready schon ist um. Gleich das erste. Jetzt? Nein. Okay. Ja. Und jetzt nochmal, C steht oben. D. Ganz oben rechts. U. Also Y-O-U. Ich sehe nämlich, darunter gibt es nämlich auch noch das U. Klar. Ja, nee, schon cool. Sure? Nee. U-R? U-R. Ja, entschärft. Jetzt das komische Memory-Zahlenrätsel. In einer Minute. Ach, geil. Was steht 2. da? 45 Sekunden. Ja, second position. Ist eine 3. Jetzt steht da eine 4. Zweite Position. Eine 3. Jetzt steht da eine 1. Drücke den Zahlenwert 3. Ja. Weil die letzte Position, die vierte. Jetzt eine 4. Wie sollen wir das schaffen? Das geht gar nicht. Position 2 drücken. Ist eine 3. Okay. Jetzt steht da eine 1. Nummer 3 drücken. Ja, entschärft. Jetzt haben wir die griechischen Buchstaben, aber wir haben keine Zeit mehr. War das die Explosion? Ja, das war die Explosion. Bullshit. Dabei sind wir so gut mit den griechischen Buchstaben. Ja, ich dachte mir, das machen wir als letztes, weil das haben wir Zeit, das geht. Ja, haben wir aber dann keine Zeit mehr. Tja. Ja, das ärgert mich, ne? Wir haben in der ganzen Folge nicht die Bombe nicht einmal entschärft bekommen. Ja, das ist richtig. Na gut, wir müssen aber können erst in der nächsten Folge weitermachen. Vielleicht sehen wir das ja dann auch mit jemand anderen als den Experten. Bin ich dir wieder nicht gut genug? Ja, das ist einmal, doch, weil ich das nicht richtig gelesen habe. Jetzt hier, da muss man dann gleich wieder ausgetauscht werden. Du brauchst gar nicht neidisch sein. Ich dachte mir, man kann ja mit wechselnden Experten spielen und du kannst auch gerne nochmal zurückkommen, wenn es dir gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da oder abonniert uns oder alles. Ja, genau, und sagt dem Mann, dass das mit mir viel expertiger ist als mit... Weiß ich nicht, welchen Hans der hier wieder, wird mal wieder ausgesourced nach Indien oder so eine Scheiße. Kommt als nächstes Khabib an mit seinen Bomben in scharfer Kenntnis. Hey, ein Inder am Telefon, da kann doch nichts schief gehen. Absolut. Oder so ein Chinese. Lingling sagen, ja, genau. Glück im blauen Blatt. Glück im blauen Knopf, dann 2, 3, 4 und ist alles entschärft. Gut, aber lass uns nicht weiter in Oberflächen Rassismus schwelgen. Richtig. Wir müssen die Folge beenden. Also, bis zur nächsten. Ciao. Adieu.